Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Das letzte Mal haben wir den Magistratsabstieg vollständig gemacht. Können hier zumachen. So. Und jetzt schauen wir uns den Plan an, den wir letzten Mal bekommen haben. Es ist eine Waffe, also hier. Und eine Goldgeißel. Wo ist die Goldgeißel? Da, wir haben zwei sogar. Seit wann haben wir zwei? Ah, wir können zwei herstellen. Das heißt, wir können zwei herstellen. Okay, dann ist klar. So, macht weniger Schaden. Gewährt 277 Leben pro verbrauchtem Zorn. Nur Kreuzritter. Und heilige Fertigkeiten verursachen 16% mehr Schaden. Und Niederschrecken springt jetzt auf drei weitere Gegner über. Ja, es sei ja nichts für uns. Aber sieht mal cool aus. Also. Ja, heftig. Gebot ist halt wichtiger. Was, die Goldgeißel wurde ursprünglich von dem Kreuzritter Anarchin geschwungen und hat zahllose Feinde des Lichtes ausgelöscht. Einmal hatte Anarchins Knappe versucht, sämtliche Opfer zu zählen, und er kam zu dem Ergebnis, dass ihre Leiche von Kurs nach Westmark und zurückreichen würden. Ho. Ja, macht halt weniger Schaden. Aber ist Einhand. Ah, ist Einhand. Das fällt mir jetzt auf. Dann können wir hier umswitchen. Angriffsgeschwindigkeit und Abklingzeitreduzierung. Wir werden jetzt einfach mal die verwenden, auch wenn die natürlich stärker ist. Und dann kannst du die nehmen. Nein. Oder? Doch? Okay, die kann Streikkorben. Ja, okay, das ist ja auch ein Streikkorben. Okay, stimmt. Nicht gesagt. Ist die aber nicht stärker? Ja, schon ein bisschen, aber. Ja, egal. Giftnummer ist halt noch recht gut, aber. Ja, okay, wir nehmen den. Wie schnell ist der? 140. 120, okay. Okay, das Amulett kann ich hier hin tun. Ja, hier oben. So. Kaufen wir mal das Zeug hier. So, und gehen in den nächsten Rift. Mal schauen, was das für eine ist. Okay, die verzauberte Zuflucht, das ist. Da der Ruin von Corvus. Okay, nicht schlecht, also. Stark sind wir jetzt.
Schau, wie auch schnell das sind natürlich. Gehen wir da hier durch. Ah, ist nichts. Wenn wir jetzt hier runter gehen. Ich denke mal, wir gehen nicht hier runter, wir gehen da drüben runter. Kurz noch hier oben schauen. Ah, es geht auch runter. Zum guten Glück sind die Mini-Viecher hier nicht da. Die nerven. Okay, ist doch nichts. Also zurück. Let's run durch die Levels. Sammelt Seelen, okay, gut. 6 Seelen. Jetzt wieder eine Seele. Immer noch 10 oder noch 12. Mal lesen. Wie ich da gestanden. Okay. Gute Skulptur habe ich abgegeben. 10 Gegner, ja. Das ist doch mal heftig. Schon fertig? Schwach. Dafür ist jetzt die Oase da, die ist halt jetzt sehr weitläufig. Ja, das ist die Gift-Know halt nicht so weitreichend. Aber zwischendurch hilft sie schon stark. Oh, hier kann man sie gut einsetzen. Sehr schön. Das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, dass die Stärke ist, dass man unser Item nicht gut geschaut. Wann habe ich denn das bekommen? Aber wahrscheinlich war es nicht so gut wie das letzte Item. Wir haben ja wegen der irgendwas guten Boni, glaube ich, dieses Item genommen. Und dadurch habe ich ja nicht mehr gemerkt, dass das Item davor noch stärker war. Und jetzt haben wir wieder das Stärkere. So war es ungefähr. Das ist gut. Okay, ich gehe jetzt unten durch und jetzt geht es hier unten weiter. Sonst geht es dem nach oben. Dann werde ich mich mal hier ein bisschen rundlicher halten. Nicht gerade auslaufen, sondern ein bisschen herunter. Und heraus. Okay. Das Lampenöl ist explodiert. Also hier oben geht's nicht weiter.
Okay. So, jetzt hier runter, weiter. Wir haben 8 Aufladungen. Machen wir so eine Nova. Schatzsuche, wo? Wo, ich sehe keinen Schatz. Ja, da unten. Du kommst aber gleich trotzdem nicht. Ja, ich hab nie. Du kannst doch nicht abhauen. Blödes Teil. So, yeah. Dimensionsverbindung. Prima. So chillig durch die Levels laufen. Ah. Mein Lieblingsschrein. Oh, jetzt ist er wieder weg. Sackgasse. Also nach oben müssen wir jetzt wieder. Und der Riffgarten kommt. So gleich danach. Und vielleicht noch in dieser eben. Hat überlebt. Blöder Goblin. So, dele. Ah, ein Brunnen. Der andere Brunnen ist gar nicht ausgegangen. Okay. Das deckt jetzt noch mehr. Gibt noch ein Level. Hallo. Was ist hier? Nichts. Schade. Noch nicht. So, und hier oben links geht's in die nächste Ebene, in die dritte Ebene. Also in der dritten Ebene kommt der Rift Guardian. Und das ist jetzt so ein Schleim-Dungeon Wurmhöhle. Keine Chance. Felshaus. Was? Felshaut, der Unbeugsame.
Du hast einen schrecklichen Namen, bist aber sehr zäh und vereist. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin ja im Guard, im Akrat Champion Modus. So. Oh. Da tanzen sie wieder. Hier oben. Okay, geht's auch weiter. Schon wieder so ein breites Zeugs. Ein breites Netz an Durchgängen. Ah, die Schlange. Saxtris. Das ist ein komischer Name. Noch nicht bereit. Kam aber spät mit dem Drago Basler greift Ding an. Saxtris. Eieiei. Was ist hier los? Lass die Wirbelstürme in Ruhe. Mach wie keine Wirbelstürmchen. Ein neuer Plan. Was ist denn heute? Caitlyn's Armschienen. Die kenne ich doch. Also heute ist wirklich der Set, der Legendary Plan Day. Okay, wir müssen jetzt nach unten. Ja, geht weg. Geht ein bisschen weg. Aha. Hier gibt's die Banditen. Oh, haben die Reichweite? Das ist gigantisch. So, ja, ist nix. Ja, den sehe ich, den töte ich jetzt ganz einfach. Sehr schön. Schatzsucher. Bang. Down. Finto. Finito war gestern auch für Italien. Die haben verloren gegen Uruguay. Finito, Balotelli. Ihr könnt nach Hause fahren. 2006 war ich für Italien und diesmal, ja, war ich plötzlich nicht mehr so. Ihr müsst besser spielen, Italien. Ja, hört auf mit den Explosionen. Hey Gott. Das geht doch gar nicht.
Yeah. Dankeschön, auch der Loot wäre besser auch. Ein bisschen besser. Also das ist die vierte, die fünfte. Ja, vielleicht die vierte. Ich sehe es nämlich nicht. Und es sollte eine 4 sein wahrscheinlich. Das könnt ihr sehen, aber ich sehe es nicht. Wegen der FPS-Anzeige von Fraps. Jetzt gibt es hier zwei Wege. Plus nochmal einen neuen Brunnen. Wie viel haben wir jetzt zusammen? 55 Millionen. Oh Gott. Episch. Also da geht's wieder zusammen. Gehen wir kurz nach links. Ah, hier war nichts. Nur ein Fettsack. Der dachte, er könnte mich zerstören, zerquetschen. Brauchen wir noch für 64. Ein neuer großer Schrein, diesmal der macht also One Hit. Alles One Hit down. Und hier ist Ende. Ende im Gelände. Okay. So, dann gehe ich wieder zu Path of Exile und werde ein bisschen nochmal ein bisschen die Orbs suchen für die Rüssi, um sie zu verbinden mit Sockeln. Und wir sehen uns bei Diablo 3 morgen wahrscheinlich wieder. Also wünsche ich euch einen schönen Abend und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.